Du möchtest den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückbekommen, doch ihr beide habt ein gemeinsames Kind, dann werde ich dir in diesem Video erklären, was für dich strategisch am sinnvollsten ist. Als erstes bekommst du ganz wichtige Regeln, die jetzt ganz entscheidend sind, weil ihr eben ein gemeinsames Kind habt und dieses Kind immer im Vordergrund und im Mittelpunkt stehen sollte und im Anschluss daran dann eine Strategie, die eben auch auf diese Regeln zugemünzt ist. So, also das Wichtigste und das Allererste, bevor ich anfange, das Kind und das Wohlbefinden des Kindes sollte immer über das eigene Trennungsszenario stehen. Einfach aus dem Grund, da das Kind durch dieses Trennungsszenario lebenslange Schäden mit sich tragen kann, wenn man dort eben Fehler macht, die dann dafür sorgen, dass das Kind in der Entwicklung Muster aufbaut, Unterbewusstsein aufbaut, gerade wenn es um Trennung geht, die für das Kind lebenslange Folgen haben können. Das musst du immer im Hinterkopf behalten. Deswegen jetzt ganz entscheidende Regeln. Also die erste Regel, erstmal unabhängig davon, ist für euch beide, dass ihr trotz Kind klare Kontaktregeln entwerft. Für euch beide. Ja. Setzt euch zusammen, also du mit dem Ex-Partner und der Ex-Partnerin, und schreibt ganz genau auf, wie ihr mit dem Kontakt jetzt weiter vorgehen wollt und was für diesen Kontakt eben wichtig ist und bedeutsam ist. Also wann trefft ihr euch, wie trefft ihr, wie macht ihr das mit dem Kind, zu welchen Zeiten, und findet beide im Endeffekt ein Commitment. Das ist der erste Punkt, der ganz wichtig ist. Das nächste ist, dass manchmal Situationen gibt, wo eben Streits um das Sorgerecht entstehen können. Ja, das ist gang und gäbe. Versuch, so gut es möglich von deiner Seite her, immer von deinen Impulsen aus, solche Streits unbedingt zu vermeiden, weil das für das Kind absolut schädlich ist. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ganz allgemein solltet ihr Streits meiden. Also immer vor dem Kind versuchen, nicht zu streiten, Streits zu reduzieren, immer auch alles auf eine friedliche und harmonievolle Ebene zu bringen und in eine Kommunikation, wo das Kind einfach merkt, okay, die gehen jetzt auseinander, aber sie hassen sich nicht, ja, und sie gehen nicht aufeinander los. Wenn das Kind das miterlebt, ist das für das Kind eine unglaublich schwere Situation, weil das Kind gibt sich meistens immer selbst die Schuld, wenn sich die Eltern streiten, und nimmt das so wahr als ein Ich habe Schuld daran, dass die beiden gerade irgendwie Probleme miteinander haben. Ganz automatisch. Und das ist natürlich nichts, was in die Entwicklung, gerade wenn das Kind noch in der Prägungsphase ist, eines Kindes mit einfließen sollte und darf. Ganz wichtig, ich sehe das immer wieder, man spielt dem Kind sozusagen vor, dass man noch zusammen ist, um das Kind eben nicht mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, was du unbedingt vermeiden solltest. Also ganz entscheidend, wirklich dem Kind immer offen und ehrlich erklären, wie die Situation ist. Kinder können das auch spüren, die nehmen das wahr und die wissen das relativ schnell. Das heißt, immer erklären, ganz viel Liebe, hey, wir sind jetzt gerade nicht mehr zusammen, das ist die Situation, und einfach ehrlich sein. Aber gleichzeitig von beiden Seiten sollte das Kind in dieser Situation mit richtig viel extra Liebe behandelt werden. Das ist ganz wichtig, weil für das Kind ist das eine sehr, 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 sehr schwere Situation. Oft ist es dann so, dass das Kind, eben wenn es diese Wahrheit erfährt, möchte, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Auch hier wird dann, weiß man dann meistens nicht, wie man reagieren soll. Hier ist es ganz wichtig, dass man immer wieder ehrlich ist und dem Kind sagt, dass das nicht geht, dass das nicht passieren wird und dass das auch nicht funktioniert, und gleichzeitig das Kind mit ganz viel Liebe behandeln. So. Nächste Regel. Wenn es bei dir so sein sollte, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dich jetzt verlassen hat, ja, eben gerade wegen dem Kind, um nicht diese Last zu tragen, die eben mit einem Kind einhergeht, ja, und du hast sozusagen alles für dich alleine, musst mit allen Sachen alleine irgendwie klarkommen und das Kind alleine erziehen, das ist irgendwie das, was sich so in der Zukunft abbildet, dann ist es für dich ganz wichtig, dass du dir Hilfe holst. Also du hast die Möglichkeit, immer wieder Geld zu bekommen vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin, und finanzielle Hilfe zu bekommen. Du musst eben nur den entsprechenden Rechtsbeistand holen und dich dann drum kümmern. Das ist ganz entscheidend, weil viele wissen das entweder nicht oder nutzen es nicht oder haben Angst, dass es irgendwie negativ auf die Ex-Rückstrategie einwirkt. Aber wenn er oder sie eben dich wegen dem Kind verlassen hat, dann scheint das schon ein toxischer Mensch zu sein und du solltest ihn oder sie überhaupt gar nicht erst zurückerobern wollen. Ja. Deswegen in so einer Situation wirklich die Hilfe holen. Du kriegst dann auch Hilfe und
Zusprüche, die die Situation grundsätzlich erleichtern können. Also das sind erst einmal ganz entscheidende Grundregeln, die eben für eine Rückeroberung wichtig sind, wenn du das möchtest, ja, mit Kind. Und jetzt kommen wir zur Strategie. Also das Erste, was du dir bewusst machen musst, ist, dass es unmöglich ist, mit einer Kontaktsperre zu arbeiten. Und allgemein ist je nach Situation eine Kontaktsperre auch nicht sinnvoll. Und das hat tatsächlich einen riesigen Vorteil, den du dir zunutze machen kannst. Nämlich diesen, dass ihr durch das Kind immer wieder die Möglichkeit habt, in Kontakt zu kommen. Oft ist es so, dass genau daran viele Rückeroberungen scheitern. Der Kontakt ist deswegen wichtig, weil der Ex-Partner, die Ex-Partnerin ja Gründe braucht, zu dir wieder zurück in einer Beziehung zu kommen. Und diese Gründe kannst du nur transportieren, ihm oder ihr klar machen oder bewusst machen, wenn ihr beide eben Kontakt habt, über SMS schreiben oder mal telefonieren oder solche Sachen halt, Nachrichten schicken oder sowas. Ja. Es ist ganz schwer, diese Gründe, ich nenne es jetzt einfach mal so, zu transportieren oder ihm oder ihr bewusst zu machen, warum eine Beziehung mit dir jetzt wieder sinnvoll ist. Also hier hast du einen großen Vorteil. Durch das Kind kann es sein, dass ihr euch regelmäßig seht und dass du in diesem Kontakt eben die Möglichkeit hast, ihn oder sie zu beeindrucken, zu inspirieren und eben auch dazu zu verleiten, durch guten Kontakt, den ihr beide habt, es sich vielleicht doch nochmal anders zu überlegen. Also du kannst damit sehr gut arbeiten. Problematisch wird es nur, wenn der Ex-Partner, die Ex-Partnerin wirklich gar kein Interesse zeigt, vielleicht sogar eine neue Beziehung schon eingegangen ist und du dann mit dieser Situation umgehen musst. Aber auch da wird die Zeit alle Wunden heilen. Das braucht nur etwas länger, aber im Laufe der Zeit wird es dir dann immer besser gehen. Unabhängig davon, der Kontakt ist also erst einmal gut und sinnvoll und kann sehr gut genutzt werden. Damit kommen wir jetzt zu den wichtigsten Punkten bei einer Rückeroberung. Ganz allgemein. Der erste Punkt ist immer das Wachstum. Ja. Einen guten Grund dafür, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dich zurück möchte, ist dein eigenes Wachstum. Wenn du wächst, wenn du dich veränderst, wenn du eine andere Person wirst, vielleicht eine glücklichere Person, je nachdem, was eben gerade notwendig ist, ja, dann gibt es natürlich dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin, während er oder sie noch ein bestimmtes Bild von dir hat, von vor der Trennung und Trennung, was dazu geführt hat, dass er oder sie sich von dir getrennt hat, immer mehr Anreize eben durch das Wachstum darauf, dass er oder sie ein neues Bild von dir entwickeln kann und bekommt in seinem Kopf. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, um eben Gründe zu haben, mit dir wieder in eine Beziehung zu gehen. Wenn alles so ist wie vorher, ja, dann ist es doch nur logisch, dass er oder sie das weniger anziehend finden wird, weil die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass es wieder an genau denselben Problem scheitern wird. Deswegen Wachstum, achte auf dein Wachstum, entwickel dich weiter, wo du nur kannst. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der ganz wichtig ist, positive Psychologie. Wenn es so ist, dass ihr beide durch das Kind eben immer wieder Kontakt habt und in Kontakt kommt, dann sollte dieser Kontakt nach Möglichkeit positiv sein. Sprich, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin fühlt sich mit dir wohl und es fühlt sich einfach gut an und er oder sie möchte noch mehr Kontakt. Das ist natürlich das Optimum. Und das schaffst du nur, indem du die gesamte Trennungssituation mit positiver Psychologie angehst. Denn andernfalls entwickeln sich so innere Mauern in dir, ja, die dafür sorgen, dass wenn ihr zum Beispiel euch trefft oder wenn ihr Kontakt habt wegen dem Kind oder wenn ihr vielleicht telefoniert, du immer diese inneren Blockaden in dir spürst. Dieses Nicht-Vergeben-Haben, dieses Nachhängen in diesem Trennungsschmerz und dieses Schuldgeben und so weiter. Ja. Diese ganzen Aspekte, die dafür sorgen, dass wir nach einer Trennung eine emotionale Distanz zu anderen Personen aufbauen. Und eben energetisch, sage ich mal, diese Person eher von uns wegdrücken möchten. Sobald du mit ihm oder ihr jetzt also in Kontakt kommen würdest, ja, und du hättest immer noch diese Mauern aufgebaut, ja, würde das unterbewusst sofort auf dein gesamtes Wesen, auf deine gesamte Präsenz abspiegeln. Und der Ex-Partner, die Ex-Partner würde das natürlich spüren. Vielleicht, dass du undankbar bist, dass du wütend bist, dass du ihm oder ihr am liebsten eine klatschen würdest, ja, dass du
dass du mit der Trennung noch nicht richtig überwunden hast und so weiter. Also viele Mauern, die dafür sorgen, dass genau das eben in die Kommunikation einfließt. Und deswegen ist es wichtig, bei der Trennungsverarbeitung mit positiver Psychologie zu arbeiten, damit du eben im Inneren diese Zufriedenheit, dieses Glück und diese Akzeptanz der gesamten Situation ausstrahlen kannst. Das heißt, dass du während der Trennungsverarbeitung, so schnell es geht, rausgehst aus diesem du bist schuld, du hast das gemacht und das war nicht gut, rein in die Vergebung, wirklich mit der Vergebung zu arbeiten. Nur daran zu denken, ich vergebe dir das, ich vergebe dir das, ich vergebe dir das. Das ist erstmal schwierig und nicht einfach, sorgt aber dafür, dass du trotz dieser harten Trennungssituation, die uns eben immer wieder aus dem Herzen rausholt, ja, Trennungen machen das, die holen uns aus unserem Herzen raus, trotzdem im Herzen eben drin bleiben kannst. Das heißt, du kannst die Trennung verarbeiten und bist weiterhin im Herzen. Und das führt dann dazu eben, dass, wenn ihr Kontakt habt, du auch viel positiver drauf bist, ihm oder ihr gegenüber viel positiver gestimmt bist, was ganz wichtig ist. Auch ganz wichtig, dass du zum Beispiel mit der bedingungslosen Liebe arbeitest. Also, wenn du in diesem Schmerz verharrst, ich kann sozusagen diese Liebe da drinnen nur annehmen und fühlen, wenn ich mit ihm oder ihr in einer Beziehung bin, dann ist das gleichzeitig mit extrem viel Schmerz, Anforderung und Erwartung verbunden, die du natürlich ausstrahlst. Wenn er das die ganze Zeit spürt, dass du noch voll drinne hängst und diesen inneren Druck aufbaust, wir müssen in einer Beziehung sein, nur dann können wir fröhlich und glücklich sein und nur dann kann ich glücklich sein mit dir. Wenn du diesen inneren Druck hast, ja, dann wird der Ex-Partner das spüren und schnell das Weite suchen. Wenn du es aber schaffst, das über die bedingungslose Liebe zu verarbeiten, das heißt, du lässt ihn oder sie genau dort stehen, wo er oder sie gerade ist, aber gleichzeitig erwartest du nichts von ihm oder ihr zurück oder stellst daran die Bedingung, dass ihr dafür in einer Beziehung sein müsst, hast du viel bessere Chancen, eben dass diese positive Ausstrahlung von dir während der Kontaktsituation da ist und dass du wirklich im Reinen mit dir sein kannst und im Reinen mit der Situation sein kannst. Und wenn man wirklich liebt, dann schafft man das auch. Dann braucht man nicht den Ex-Partner, die Ex-Partnerin an der eigenen Seite. Das ist nicht notwendig. Dann ist man in der Lage, das zu geben und zu akzeptieren und zuzulassen und trotzdem mit sich im Herzen verbunden zu sein. Das ist das, was die Liebe tut. Das Ego, das innere Kind dagegen, das will mehr. Das will die Beziehung, das will, dass das alles so eingeordnet ist. Das hat die Erwartung und das hat den Anspruch eben aus dem inneren Kind heraus. Und daran musst du arbeiten, das loszulassen während der gesamten Trennungsverarbeitung, damit es dir besser geht. Auch anstatt zurückzuschauen und zu sagen, wie konnte ich nur so viele Fehler machen mit der Beziehung, wirklich in dich zu gehen und das zu konditionieren und zu kultivieren, dankbar zu sein. Es ist wichtig, das ist nichts, was du ab einem bestimmten Momentum irgendwie kannst und das kannst du sofort, du musst es nur kultivieren in deinem Leben. Wenn du das tust und wenn du auf diese Weise in die Trennungsverarbeitung reingehst, wirst du erstens den Trennungsschmerz schneller verarbeiten, weil du die ganze Zeit im Herzen bist und bei Kontakt mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin viel positiver und entspannter gegenüber dieser Trennung eingestellt sein. Weil dieser Druck, den natürlich das innere Kind und das Ego uns macht, das besitzen zu wollen, ihn haben zu müssen und bei sich zu haben, weil dieser ganze Druck verschwindet und verfällt und wird dann später ersetzt eben durch Entspanntheit, positive Gefühle und diesem Gefühl von Akzeptanz, Annahme und natürlich gleichzeitig dabei im Herzen zu sein. Das ist wichtig, weil ihr werdet durch das Kind wahrscheinlich viel Kontakt haben und wenn du immer so in diesen Kontakt gehst, dann hast du erstmal grundsätzlich bessere Möglichkeiten und Chancen, als wenn du immer noch in diesen Mauern drin hängst, in dieser Angst und in diesem ich bin nicht gut genug und so weiter. Also das nächste, das ist der wichtigste Punkt, ja. Du musst dein Mangelbewusstsein auflösen. Das ist mit das Wichtigste für die komplette Strategie. Mangelbewusstsein bedeutet, dass du den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin nur deswegen zurückbekommst, um wieder glücklich zu sein. Also die Bedingung an dein Glück ist wieder abhängig vom Außen. Anstatt ein Glück dir aufzubauen im Inneren, das so stark ist, dass du ihn oder sie überhaupt nicht brauchst, um glücklich zu sein. Deswegen auch dieses gesamte Konstrukt, echt zurück,
wächst eigentlich aus Mangelbewusstsein. Eigentlich muss es so sein, dass du ihn oder sie überhaupt nicht brauchst, um glücklich zu sein. Und erst dann hast du wirklich die besten Voraussetzungen. Deswegen ist einer der wichtigsten Punkte, arbeite an diesem Mangelbewusstsein. Warum brauchst du den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin? Ich kenne jetzt nicht die explizite Situation bei euch, aber warum brauchst du ihn oder sie, um dich glücklicher zu fühlen? Oder um dich überhaupt glücklich zu fühlen? Je unglücklicher du bist nach dieser Trennung, ja, desto mehr hast du eigentlich mit innerem Mangelbewusstsein zu kämpfen, desto mehr solltest du ihn oder sie auch als Spiegel anerkennen, das zu ändern in deinem Leben. Erst wenn du wirklich frei bist, frei davon, wenn du ihn oder sie überhaupt nicht mehr brauchst, wenn du diesen inneren Frieden gefunden hast, dieses Glück, und der Ex-Partner, die Ex-Partner ist nochmal ein bisschen mehr Glück im Leben, ja? Mehr nicht, aber der Rest kommt aus dir, aus deinem Leben, aus deiner Fülle, aus deinem Umfeld, aus deinen sozialen Situationen, aus deiner beruflichen Situation, aus all dem, was dich wirklich glücklich macht. Je mehr daraus kommt und du daraus schöpfen kannst, desto weniger bist du abhängig vom Außen, davon, dass der Ex-Partner, der Ex-Partner dich glücklich macht. Deswegen, daran musst du ganz hart arbeiten. Je mehr du davon hast, desto schneller wirst du ihn wieder zurückbekommen. Wenn du alles das hier nur tust und berücksichtigst, um ihn oder sie zurückzubekommen, wirst du sehr wahrscheinlich scheitern, weil das immer dieses Mangelbewusstsein ist. Und dein Gegenüber wird das spüren, dass du ein Leben im Mangel führst. Und das macht dich unattraktiv und nicht anziehend. Deswegen, daran musst du unbedingt arbeiten, das zu reduzieren. Dann kannst du deine Attraktivität nochmal extrem steigern. Was natürlich wieder dazu führt, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin immer mehr Gründe dafür bekommt, mit dir wieder zusammenzukommen. Der nächste Punkt ist natürlich, das sind die Trennungsursachen. Ja? Ihr habt irgendeine Ursache oder verschiedene Ursachen, die zur Trennung geführt haben. Und das bedeutet für dich, dass du dir genau anschauen solltest, was hat dazu geführt, dass es nicht mehr geklappt hat, und daran arbeiten solltest. Wichtig, arbeite nur an Dingen, wo du auch in dir spürst, dass du diese Dinge in die Veränderung bringen möchtest. Arbeite nicht an Dingen, die du für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin verändern möchtest, weil das wird dir im Endeffekt einfach überhaupt nichts bringen. Mach Sachen, die du für dich verändern möchtest. Zum Beispiel, du hast ihm oder ihr nicht gut zugehört. Du hast das Vertrauen gebrochen und du spürst auch in dir selbst, dass du das überhaupt nicht machen möchtest und dass es auch nicht der Weg ist, den du in deinem Leben gehen möchtest. So. Und du das verändern möchtest. Du möchtest es für dich verändern. Ja? Und dann arbeitest du daran und gehst in die Veränderung. Aber niemals für den Ex-Partner oder die Ex-Partner irgendetwas verändern. Das ist immer Mangelbewusstsein. Also entwickel so ein Filtersystem, das immer erst hinterfragt, mache ich das jetzt aus Mangelbewusstsein oder mache ich das gerade für mich? Speziell vor allem bei den Trennungsursachen. Und dann schreib dir die Trennungsursachen auf und dann guckst du, wenn ich das verändere, dann mache ich das für mich. Das verändere, dann mache ich das für mich. Das verändere, dann mache ich das für mich. Wenn du das tust, dann wirst du in deiner Selbstliebe immer mehr wachsen, wenn du dich darauf konzentrierst. Und das wird dich für den Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin immer interessanter machen. Also, wir haben jetzt eine Situation, dass ihr durch das Kind noch viel Kontakt habt, ja? Und allgemein solltest du den Kontakt auch weiter halten und die Möglichkeiten nutzen, die sich eben ergeben. Und gleichzeitig gehst du eben in dieses Wachstum rein, was dafür sorgt, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin immer mehr Gründe bekommt, sich wieder auf dich einzulassen. Und das ist auch mal das Wichtigste. Wenn du merkst, dass das hier, dass du das umsetzt und dass dadurch euer Kontakt immer enger wird und die Beziehung sich wieder intensiviert, dann ist es genau das, was es braucht. Dann ist das eigentlich schon fast die halbe Miete. Und das ist meistens auch der Weg dahin, eben, dass man wieder erneut in eine Beziehung kommen kann. Es hängt meistens immer von diesen Punkten ab. Kontakt ist ja noch da. Wichtig, wenn du aber spürst, dass der Ex-Partner, die Ex-Partner nicht richtig auf dich eingeht, ja, dann ist es eben entscheidend, auf Abstand zu gehen. Und hier würde ich dann wirklich empfehlen, mit einer Kontaktsperre zu arbeiten, die noch von klaren Kontaktregeln gezeichnet ist, dann wieder ins Wachstum zu gehen und dann nochmal in den gemeinsamen Kontakt zu gehen. Dann hast du deutlich bessere Chancen. Also, das ist sozusagen jetzt die wichtigsten Regeln. Ja? Das ist sozusagen jetzt das Wachstum, was du in dieser Zeit in die Umsetzung bringen musst. Und wenn du jetzt für dich merkst, dass es irgendwie nicht vorwärts geht, also der Kontakt intensiviert sich nicht innerhalb dieser Phase, sag ich mal, während du diese Aktion machst. Und es wird nicht mehr, es wird nicht besser, sondern es wird sogar weniger, ja, oder es geht nicht vorwärts. Dann ist es entscheidend, dass du, weil deine Chancen ja am niedrigsten sind, in eine Kontaktsperre gehst. Natürlich habt ihr durch das Kind immer wieder Kontakt. Deswegen ist es jetzt ganz essentiell,
dass die Kontaktregeln zwischen euch wirklich ganz klar definiert werden und du versuchst, innerhalb dieser Kontaktregeln den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Du ziehst dich sozusagen aus der gesamten Situation raus. Und während du das tust, natürlich das Kind immer im Vordergrund stellen, ist ganz wichtig, während du das tust, gehst du jetzt nochmal auf diese Punkte viel intensiver ein, gehst wirklich ins Wachstum, arbeitest an dir, wirst glücklicher, gehst in die Veränderung, lieferst immer mehr Gründe für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin, mit dir erneut in eine Beziehung zu gehen. Und während du das tust, ist es meistens auch so, dass durch diese Kontaktblockade der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dich immer mehr anfängt zu vermissen. Gerade in der Anfangszeit hier ist es ja noch so, dass ihr beide noch Kontakt habt, also ihr könnt euch noch sehen, ihr trefft euch und ihr redet und so weiter. Der Kontakt ist noch vorhanden und der ist eben noch da. Wenn du jetzt auf einmal weg bist, der Kontakt nachlässt, kann das unter gewissen Umständen tatsächlich mit dazu beitragen, dass er oder sie dich immer mehr vermisst. Das ist nicht immer so, aber manchmal, und ist nochmal ein extra Punkt eben, warum jetzt eine Kontaktsperre sinnvoll ist. Wichtig, die Kontaktsperre aber größtenteils wirklich den Sinn, eben, dass du in diesen Punkten dich weiterentwickelst, nicht voll und ganz auf dich konzentrieren kannst, und erst wieder zuschlägst, wenn du so weit in der Entwicklung bist, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wirklich realisiert, wahrnimmt, sieht und spürt, dass du eine andere Person geworden bist, ein glücklicherer, zufriedener, unabhängigerer Mensch, der nicht mehr aus dem Mangelbewusstsein ein Leben führt und danach handelt. Und wenn du dann wieder in Kontakt gehst, es ist gut möglich, dass die Chancen zwischen euch beiden wieder viel, viel besser stehen als vorher. Also du viel bessere Möglichkeiten hast, ihn oder sie jetzt zurückzubekommen. Ja? Eben weil der Kontakt da ist, er ist extrem gut, er ist positiv, er fühlt sich richtig an. Die Trennungsursachen sind raus, du bist massiv in der Selbstliebe, du hast dich auch optisch extrem weiterentwickelt, was ja auch ein Teil von Selbstliebe ist. Bist glücklicher als dir zuvor, zufriedener, du weißt, was du willst, du bist nicht mehr abhängig vom Ex-Partner, der Ex-Partner, um glücklich zu sein, was eines der wichtigsten Punkte ist. Du kannst das alles aus dir herausholen, du arbeitest einfach wirklich effizient an diesem Leben und an dieser Umsetzung. Und dann kommt es eben zu Kontakt und gleichzeitig hast du die ganze Trennung mit positiver Psychologie verarbeitet. Und der Ex-Partner, Ex-Partnerin hat guten Kontakt mit dir, er fühlt sich mit dir wohl, es macht wieder Spaß mit dir, es ist wieder nicht mehr so, wie es früher war. Und wenn du auf diese Weise jetzt reingehst, nach der Kontaktsperre, nach dieser Entwicklung, hast du natürlich jetzt wieder höhere Chancen, als du vorher hattest. Zudem ist es auch möglich, dass der Ex-Partner, Ex-Partner dich vermisst hat. Dann gehst du eben hier rein und jetzt kann es eben sein, dass nach dieser Kontaktsperre dann tatsächlich jetzt die Strategie aufgeht und er, dass sie wieder auf dich zugeht. Also die Chance ist einfach höher dafür. Wenn das so ist, dann ist es wichtig, dass man halt irgendwann ab einem bestimmten Punkt wirklich ins Beziehungsgespräch geht und auch keine Angst davor hat, ein Beziehungsgespräch zu führen. Viele haben Angst davor, das anzusprechen, obwohl die Zeit gut ist, wodurch man immer in so einem Niemandsland ist und nicht weiß, will er das sie oder will er das sie jetzt nicht, ich bin mir irgendwie nicht sicher, sondern wirklich dann auch direkt sein, wenn sich das so abbildet, dass der Kontakt intensiver wird und er oder sie immer mehr auf dich zugeht. Und dann ins Gespräch kommen. Wenn das immer noch nicht funktioniert, dann solltest du wirklich alle Reißleine ziehen und auf und davon, weil das bringt dann einfach nichts. Das ist so das tatsächlich Maximale, was du rausholen kannst. Wichtig, diese Strategie solltest du aber nicht umsetzen, wenn der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin eine toxische Person ist. Einfach aus dem Grund, dass da nochmal was ganz anderes benötigt wird. Das ist eher für sag mal, so eine allgemeine Strategie, wenn es sich beim Ex-Partner, Ex-Partnerin um eine nicht toxische Person handelt. Ja, das muss ich noch mit erwähnt haben, weil sonst rennen viele Narzissten und eine Narzisstin immer wieder in die Fänge, weil sie merken, der Kontakt intensiviert sich in dieser Phase, was aber nichts anderes als Hoovering ist und überhaupt nichts mit Verliebtheit oder Ähnliches zu tun hat, sondern eher mit Manipulation. Und dafür möchte ich dich eher schützen. So, in diesem Sinne, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, schreib es in den Kommentarbereich. Irgendwann werde ich auch ein Video machen, wo ich diese ganzen Fragen aufarbeiten und beantworten werde. Und unabhängig davon würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt oder ein Like. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, kannst du auch in der Videobeschreibung nachschauen. Da findest du ganz viele Sachen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.